Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Der Thompson. Servus. Der Wums. Ja, also wir sind wieder alle mal schön hier zusammen im schönen Spiel Satisfactory. Und wollen unsere Farm weiterbauen, dass wir da so ein bisschen erstmal noch das ganze, die ganze Sache erforschen. Und vielleicht eventuell unsere Energiegewinnung darauf umstellen können. Aber damit sind wir uns noch nicht gar nicht ganz sicher, ob das überhaupt klappt. Ich weiß gar nicht, kann man in den Kraftwerken eigentlich auch Biotreibstoff drin verbrennen? Da, wo du jetzt Kohle reinsteckst, oder muss das Kohle sein? Fuel Generator. Hey. Ich glaube, das wäre in dem Fuel Generator, dass man den halt verflüssigen muss und dann dort nutzen können. Weil der Kohlegenerator, da kann man wahrscheinlich nur Kohle reingeben. Ja. Ja, aber da kann man vielleicht aus Bäumen Kohle herstellen. Vielleicht kann man, ja, kann man das so verdichten irgendwie. Ja, ich hätte jetzt an Rüsten gedacht oder so. Mit Rüsterruhm. Hallo. Ja. Siehe Valheim. Ja, zum Beispiel. Da geht das ja auch sozusagen. Und hier baut ihr denn alles Pots rein, ja? Die paar Pots. Oh, was ist das denn die für eine Leitung? Was? Wasser. Hast du noch so Kupfer? Nein. Kommst denn du? Ja. Für Rohre. Ich schau grad, ich hab da nämlich jetzt mal Äpfel angepflanzt. Lecker. 12. Magst du einen Apfel? Also du isst ja gerne Äpfel, ne? Na, musst du es nur noch irgendwo hier anschließen. Apple a day keeps the doctor away. Warte, ich schließe dich schon an. Hier drüben. Okay. Ich will das mal als Test aufbauen, ob das so geht. 1, 2, 3, Test, Test. Okay. Dann halt. Ja. Hast du Copper Sheets? Ja. Nein. Red noch immer mit dem Thompson. 95. Jo. Du jetzt. Oder vielleicht brauche ich die dann. Egal, nimmst du. Die liegen da. Ich muss nachher in die Basis. Ja. In die Basis. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich kann ich ja nicht fragen, wie eure Woche war, weil wir haben ja gestern erst aufgenommen. Nee, vorgestern haben wir aufgenommen, ne? Ja. Ja. Aber das ist vielleicht ein anderes Publikum. Das kann möglich sein, aber habt ihr denn heute Frauen in eurer näheren Umgebung zumindest wenigstens ein paar Glückwünsche übermittelt? Ja. Wobei, die Person hat dann gesagt, ja, ist mir wurscht, ob Frauentag ist oder nicht. Ja. Burger King hat ja einen etwas, sagen wir mal, zweideutigen Tweet losgelassen. Das mit ab in die Küche? Ja, so nach dem Motto, ja. Ja, ist auch nicht unbedingt ganz mein Humor, aber okay. Muss man jetzt nur mal sagen, das ist ja schwierig. Und aber sonst so bei euch? Also ich habe sozusagen von meinem Adressbuch durch die jungen Damen und jüngeren Damen, den habe ich allen Strauß Blumen geschickt und mal drauf gewartet, welche Reaktion ich kriege. Sagen wir, die Ausbeute war. Also, ja. Das ging von Frage, was soll der Scheiß? Warum ich denn jetzt da mit mal sowas schicke? Bis hin zu Dankeschön, dass du dran gedacht hast. Also, da war das ganze Spektrum dabei von also Leuten oder mehr, Frauen, jungen Damen, die gar nicht wussten, was heute für ein Tag ist. Also ich kenne das ja noch intensiver, denn in meinem Heimat- oder Mutter. Nee, Mutterland? Nee, Vaterland sagt man, ne? Mutterland sagt man doch gar nicht. Vaterland. In meinem Vaterland, das es ja nun nicht mehr gibt, wurde das immer sehr intensiv gefeiert. Also da war da wirklich immer was los. Deswegen ist das ja auch in Berlin zum Beispiel Feiertag. Ne? Okay, wusste ich nicht. Da ist heute Feiertag gewesen. Ja, aber noch nicht so lange, oder? Nee, das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Also letztes Jahr war, glaube ich, das erste Mal und dieses Jahr das zweite Mal. Ist ja schon mal nicht schlecht, finde ich auch nicht. Also mein... Ja. Geschäfte haben, ich komme welche auf, ob man jetzt da Feiertag hat oder nicht hat.
Interesse, also stört ihr jetzt nicht unbedingt an der Einkaufssituation. Besondere Sachen kannst du eh nicht kaufen. Ich habe von Dori Informationen erhalten, dass es dort jetzt wohl ein Click and Meet gibt. Das heißt, man kann für den Einkauf in großen Elektrohändlerläden wohl einen Termin buchen und ja, dann wird man halt reingelassen. So hat man eine genaue Kontrolle, wie viel zu welcher Zeit wo dort drin sind. Und finde ich an den nicht verkehrt. Hätte ich sowieso als generelle Methode eigentlich für das Einkaufen auch in der letzten Zeit vielleicht sogar gesagt, das ist möglich, das so zu machen. Wenn denn die Infrastruktur in vielen Läden und in vielen Gegenden unserer wunderschönen Republik ja, und man das muss hergeben, halt immer, ne, an die Leute denken, die kein Internet haben. Ja. Die älteren Personen. Gut, aber ich meine, sagen wir mal, die haben alle irgendwo denn doch vielleicht eventuell noch Nachkommen, die ihnen helfen können. Und oder sind sie betreuten Wohnen oder ähnliches. Also ich sag mal so, die Möglichkeiten, dass auch ältere Leute dort partizipieren können, sind durchaus gegeben. Natürlich sind sie auf Hilfe von anderen angewiesen. Man kann es ja trotzdem so machen, keine Ahnung, per Telefon oder... Ja, na gut, das ja, aber willst du denn wirklich... Naja gut, ich meine, Mitarbeiter hast du genug, ne? Aber wenn der Laden sowieso nicht auf ist, dann sitzen sowieso ziemlich viele Leute rum. Die dann könnten dann noch ans Telefon gehen, wenn einer anruft und fragt, ja, kann ich um 14 Uhr vorbeikommen und oder den, genau, 14 Uhr Slot bekommen und dann, dass man dann da hingehen kann. Ne? Genau. Wobei natürlich eine Online-Bestellung in dem Laden sowieso die ganze Zeit geht. Ich denke mal, das wird auch eine Folge dieser Krise sein, dass viel mehr Leute online bestellen als früher, die, sagen wir mal, vorher dieses Online-Bestellen als nee, möchte ich nicht, ist mir zu, weiß was ich nicht was und so, ne? Ich war ja auch lange, also hat mir jetzt lange gedauert, bis ich bei Amazon so richtig das Vertrauen hatte, dass ich da auch wirklich alles mögliche in Furzen Feuerstein bestelle. Also das sieht man aber auch denn an meiner Bestellstatistik, also es ist jetzt, ja, also das ist so die ersten paar Jahre, die ich einen Amazon-Account hatte, habe ich da, glaube ich, gar nichts bestellt. Da hatte ich da bloß den Account und habe da eben mal ab und zu reingeguckt und so, mich denn da informiert, was es denn so in dem Bereich gibt, was ich kaufen möchte, und bin dann losgegangen hier zum Einzelhandel oder zum Großhandel und habe dann, eher zum Einzelhandel, und habe die Sachen dann hier vor Ort gekauft. Was ich gern mache, ist dieses Click and Collect. Das ist ja quasi die Form, dass du quasi klickst, online bestellst und dann hinfährst und es abholst. Genau. Ne, dass du gar nicht mehr durch den Laden gehst, sondern du hast quasi, vorne am Counter eine Schleuse, wo du das Zeug dann kriegst. Genau. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Also man unterstützt ja auch die Läden, und die brauchen uns mehr denn je, glaube ich. Also diese ganzen Händler, ne? Damit das Innenstadtsterben nicht noch schlimmer wird. Ich meine, das wird dadurch wahrscheinlich auch beschleunigt. Wird auch eine Folge sein von dem, was gerade passiert. Ich meine, die Innenstadt in Wien ist ja eine komplett andere als in kleineren Städten. Bei uns in der Innenstadt, das lebt ja nur von Tourismus. Ja, das ist ja gerade auch nicht unbedingt so sehr... Ja, aber das sind halt dann die ganz teuren Geschäfte. Erträglich, das Geschäft. Und dann... Ja gut, naja, so Boutiquen, sonst irgendwas, ja okay, das... Aber ich meine, wenn ich jetzt mal so in meine Heimat gucke, so... Da haben wir Städte, die haben dann so, naja, 3.000, 4.000 Einwohner. Und das zählt als Stadt, nicht als Dorf. ja, einer, wo es hast du Dörfer, die haben mehr Einwohner, ne? Also die zählen nicht als Stadt, und da ist eine bessere Infrastruktur, da ist auch bessere Läden. Also jetzt, so gesprochen, bei mir da in der Ecke, die Innenstadt, die ist tot. Da drinnen ist, also du hast gerade so noch einen Bäcker in der Innenstadt, wo früher... War da ein Klamottenladen, waren da glaube ich, drei Friseure waren da drin. Das Einzige, was da hast, sind zwei Apotheken. Gut, die Leute werden immer älter. Apotheken scheinen sich zu lohnen dort. und du hast drei Physiotherapeuten. Das scheint sich auch zu lohnen dort. Okay. Aber ansonsten hast du da nichts mehr, ne? Ja, ich merk's auch. Merk's auch bei meiner Mutter in der Stadt. Also, das sind 5000 Einwohner. Mhm. Das zählt nämlich, halt als Stadt, ist halt in der Nähe von Wien.
Aber da ist halt so, weil das direkt neben dem Flughafen ist, die meisten arbeiten am Flughafen. Dort hast du alle möglichen Geschäfte. Das heißt, die gehen nach der Arbeit direkt am Flughafen einkaufen. Ja. Oder ein anderer Großteil arbeitet in Wien. Die gehen dann in Wien gleich einkaufen, weil du einfach mehr Auswahl hast. Ja. Ja gut, das ist halt so, ne? Das, also die Städte im Speckgürtel einer Großstadt, die haben meistens das Problem, dass sie keine schönen Innenstädte haben, sondern dass sie eine schöne Wohngegend haben. Ja. Und meistens haben die recht gute Schulen und sowas alles. Das ist dann meistens immer recht gut, weil halt eben Geld über Steuern dort gut reinkommt. Weil da halt eben doch die Leute eher leben, die aus der Stadt das Geld verdienen. Genau. Es gibt, was dort auch gibt, ist zum Beispiel, also es gab früher mal ein Reisebüro, das gibt's jetzt nicht mehr. Hm. Das hat jetzt zusperren müssen. Im Zuge der Krise. Ja. Hm. Aber ja, ich glaube, bei dem lief es vorher auch schon nicht so gut. Ja. Vielleicht hätte er ein Impfreisegeschäft machen sollen. Naja, aber das geht auch erst ab jetzt quasi. Das ging ja vorher nicht. Aber was zum Beispiel gibt, es gibt 3 Pizzerien. Ah ja. Lokalitäten zum Essen und Trinken gibt es eigentlich viele. Die klassischen Gasthäuser gibt es nicht mehr so viele, aber wie die Zeit der Gasthäuser war, das war um 1900, hatte diese Ortschaft 31 Gasthäuser. Ui, okay. aber das lag daran, dass da der Winterhafen war. Der war damals noch nicht in Wien, sondern dort. Da haben die Schiffe halt überwintert. Ah, okay. Okay. Und gerade Schiffe sagst und Hafen. Wir haben doch in irgendeinem Video haben wir über unnützes Wissen gequatscht, ne? Ja. Kannst du dich doch dran erinnern? Machen wir das nicht die ganze Zeit? Da wurde mir erklärt, also ich meine, ich wusste ja, dass quasi Steuerbord rot und ein Backbord ist, glaube ich, grün, ne? Also die eine Seite. Nee, ist genau umgekehrt, oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wurde. Das bringe ich schon wieder durcheinander, ne? Wurde halt erklärt, dass die Schiffe vorwiegend mit halt der rot beleuchteten Seite anlegen, was wohl die linke Seite sein soll, aber das wäre dann ja Backbord. Und ist ja Backbord, Backbord. Steuerbord ist ein R drinne für rechts. Ja. Müsste ja dann backbordseitig sein. Und die ist immer halt rot beleuchtet, die Seite, also als Positionslicht. Und deswegen ist dieses Hafenviertel, da kommt auch das Rotlichtviertel her. Okay. Ah, weil es halt. Weil die roten Lichter der Schiffe quasi immer in dieses Viertel reingeleuchtet haben. Mhm. Also ja, wie gesagt, wieder was gelernt, muss ich sagen. Also das kannte ich so vorher auch nicht. Wunderbar, also da war ich schon wieder sehr, sehr, sehr begeistert. Ich muss noch sagen, apropos Innenstadt und schöne Möglichkeiten zu essen. Also hier, wo ich jetzt wohne. Hat 10.000 Einwohner. Ich glaube, wenn alle Studenten da sind, sind es 12.000. insgesamt sind wohl 4.000 Studenten hier ansässig. Also momentan ist die Stadt auch sehr leer. Aber hier, du hast hier auch zum Essen, hast du alles Mögliche, aber nichts Gutes. Es gibt so einen lokalen Döner, den kann man ganz gut essen. Dann gibt es den Döner an der Uni. Ja. Ja, wenn du eine Pflicht der Magenverstimmung haben willst, ziehst du da hin, ne? Also falls du mal eine Woche... Kass, hast du mal Dollar Frames? Ah, warte. Ja, ich habe auch ein paar Kupferdinge. Ah ja. Ich habe noch mehr Kupfer, kann ich dir auch geben. Achso, die Kupfer-Sheets, meine ich. Ja. Ich brauche eben die Modeler Frames. Vielleicht ist der auch genau deswegen an der Uni, damit man sich dort halt vor der Prüfung oder einen Tag vor der Prüfung einfach einen wegholt und dann... Hast du noch Plastik? Sicherlich krankgeschrieben. Nee. Geh da. Ich habe keinen Platz mehr. Nimmst du das wieder? Ja. Ja. Und die Studenten müssen das aushalten. Ja, vielleicht hält so ein Studentenmagen halt auch eher aus als so ein alter Magen wie meiner. Ich meine, ich bin auch relativ resistent, was das angeht. Also
Wir haben da schon öfter mal was geholt und sagen wir mal, die anderen, die haben da mehr drunter zu leiden gehabt als ich. Ich kriege das wohl auch noch ganz gut hin. Aber gut, das ist was anderes. Aber was es hier zum Beispiel gar nicht gibt, ein Restaurant, wo du zur Mittagszeit, wo du zur Mittagszeit einen anständigen Schnitzel kriegst. Okay, so ein Menü, also ein Restaurant mit Menü oder so. Ja, sowas gibt's schon, aber du hast dann halt eben, du hast dann weiß ich gar nicht, was es ist hier, Balkan, ich glaube, es ist ein Kroate, der das führt. Dann hast du einen Burgerladen, dann hast du halt eben drei unterschiedliche Dönerläden, da kriegst du auch kein Schnitzel und wenn du da eins kriegst, das würde ich auch nicht essen wollen. Autosave. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz grässlich, finde ich. Also die Situation hier. Also das war früher, war es, sagen wir mal, noch so, da konntest du versuchen bei so einem Hotel hier, dass du den davon zu überzeugst, wenn du mit 10 Mann kommst, dass der mittags mal aufmacht, ne? Und dann mal die Küche aufmacht für so ein paar Schnitzel. Also was mir mit diesen neuen Platten hier von dem Structure-Mod da passiert, dass er sich Platten doppelt baue, ne? Dass ich die in eine andere Platte reinbaue. Aber ansonsten, ja, ist echt schwierig. Und ich liebe ja echte Schnitzel. Ich weiß gar nicht, habe ich das in die Gruppe geschmissen vom Sonntag, mein Essen? Weiß ich nicht. Ja, ja, hast du. Naja, Schnitzel Holsteiner Art, also mit Spiegelei oben drauf, dazu dann halt ein paar schöne Bratkartoffelchen und Erbsengemüse. Ne? Das ist ja was, da kannst du mich ja, ne, da kriegst du mich ja immer mit, ne? So, falls jetzt irgendjemand da ist und der meint, er müsste mich bekochen wollen, so, das geht gut. Ne? Also da kann man mich mit fangen, sozusagen. Da muss man so einen Karton aufstellen, wo dann so ein Teller ist, dann rennt er da hin und dann, hopp, Karton über dem Kopf, geht. Also, wie gesagt, das esse ich wirklich sehr, sehr gerne, so ein schönes Schnitzel oder so. Aber das kriegst du hier halt echt selten. Also das gab mal ein Restaurant, die haben ausschließlich von Schnitzeln gelebt, aber der Laden hat zugemacht. Hat wohl nicht gereicht, dass ich da regelmäßig essen gegangen bin. Naja. Bei uns in der Uni gibt es eigentlich ganz gute Sachen, auch preis-leistungsmäßig. In der Uni, aber das ist dann auch vorne. Nein, nicht in der Uni, sondern um die Uni. Um die Uni. Ja. Also zum Beispiel Burritos. Das ist ja ein tolles Schnitzel. Nein, ich habe nicht gesagt Schnitzel, aber ich habe gesagt Essensmöglichkeiten. Ja. Stimmt, du hast mir öfter mal geschrieben, dass du eine Burrito Bowl isst, ne? Ja. Dann Teigware, also da gibt's so Knödel- und Nudelgerichte. Knödel- und Nudelgerichte. Ja. Okay. Und also echt so kleine Geschäfte, also die haben meistens auch nichts zum Sitzen, sondern nur Takeaway. Ja, ein erfolgversprechendes Konzept. Nee, also ich muss da, also das ist wirklich, das ist was ich auch bedauere an dem Ganzen hier. Weil ich wirklich sehr, sehr, ich esse halt eben sehr gerne und ich esse sehr gerne auch gut und reichlich und lecker und so. Ich erinnere mich noch an meinen Flug nach Potsdam. Und da habe ich beim Spanier gegessen. El Matador hieß der, glaube ich, oder sowas. Keine Ahnung. Ist da am Brandenburger Tor an dem Platze. Also in Potsdam gibt es auch ein Brandenburger Tor, übrigens, ne? Nicht nur Berlin. Nicht wundern. Das heißt ja nur, dass das Tor in Richtung Brandenburg ist. Deswegen Brandenburger Tor. Oder weil halt eben die Brandenburger aus der Richtung kamen. Egal. Also da habe ich ja auch, also das war richtig lecker. Ne? Gut, war ja auch 60 Euro verfuttert, ne? Aber das war richtig lecker. Da bin ich auch mit einem Food-Baby, habe ich jetzt gehört, nennt man das. Wenn man nach dem Essen so ein bisschen pralleren Bauch hat, bin ich da rausgegangen. Also ich glaube, alleine das Essen dort ist schuld an 2 Kilo Gewichtszunahme bei mir. Das war, boah, war das lecker.
Aber er musste ja auch unbedingt zum Abschluss noch einen Eisbecher essen, ne? Hab ich gedacht, der Krieg stand da drauf, ne? 3 Kugeln mit Sahne. Also, ja, kriegst du halt so einen kleinen Eisbecher wie bei der Eisziele, ne? Mit so 3 kleinen Kügelchen und ein bisschen Sahne. Kommt der da an, hat der da eine Blumenvase in der Hand voll mit Eis. Ich dachte mir, was ist denn mit ihm nicht richtig? Wo will er denn jetzt hin? Wir hatten jetzt hier eine ganze Kiste Eis bestellt. Und den dann, lassen kann man sie auch nicht. Und dann stellt er mir das vor die Nase und dann dachte ich, oh. Ich glaube, da gibt es sogar ein Foto davon, wie ich das so ganz ungläubig angucke. Nee, also das habe ich mir dann auch komplett gegeben, ja. Gönn dir. Ja, bei das ist halt eben der Geiz treibt's rein, ne? Und bei uns gibt's den Tichy. Ion. Das ist ein Eisgeschäft und da kannst du nichts unter 3 Kugeln bestellen. Okay. Kennt ihr Ion Tichy? Raumpilot? Kann ich nicht. Nö. Und wir waren da eben als kleine Kinder und ja, meine Eltern haben halt so gefragt, ja, können wir was Kleineres haben? Eben, weil ein kleines Kind sollte jetzt nicht unbedingt ein großes Eis essen mit 3 Kugeln. Warum nicht? Haben gesagt, also sie können schon weniger Eiskugeln haben, aber zahlen müssen sie trotzdem das Große. Ja. Auch ein interessantes Geschäftsmodell. Nee. Ich habe früher, kommen wir wieder die Zeiten von ganz früher. Also da war ich, oh Gott, war ich da klein. Der kleine Master. Ja, ist er denn mit, das ist ein 20-Pfennig-Stück gab es damals, also in der DDR gab es ein 20-Pfennig-Stück. In der BRD gab es ja bloß das 10, oder nee, warte mal, gab es da ein 20-Pfennig-Stück? Ich glaube, ein 20-Pfennig-Stück gab es. Da war es ein Vogel, ich weiß es gar nicht. Irgendwas war jedenfalls komisch. Aber auf jeden Fall gab es immer, das weiß ich noch, die Kugel Schoko hat, glaube ich, 20 Pfennig gekostet und dann gab es Vanille für 15 und Milcheis für 10. Okay. Also so einfach ohne Geschmack halt Eis. Quasi war das. Milcheis. Mhm. Ja, ich habe mir dann aber trotzdem immer den Schoko gegönnt. Obwohl ich dann hätte 2 Kugeln haben können, aber nee, ich habe mir immer das Schoko gegönnt. Ich bin auch schon immer der dann eher das Leckere und Teure kauft als... Ja. Jetzt ist das Problem, jetzt kann ich mir das Leckere und Teure auch noch in Massen leisten. Ah, ist schlecht. Aber, was können wir uns noch leisten? Genau, ein Folgenende. Ein Folgenende. Das hat Folgen. Heieiei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich könnt ja auch gerne mal erzählen, was ihr so für lecker Eis schon gegessen habt oder wo ihr mal richtig lecker gegessen habt. Gerne auch sagen, in welcher Stadt oder so. Falls man da mal ist, dass man vielleicht so ein bisschen so einen Restaurantführer hat oder sowas. Dass man denn schon mal weiß, wo es lecker ist. Ich kann dann da auch in Salzburg, konnte ich diesen goldenen Hirschen, den kann ich echt empfehlen. Der Hirschgulasch im goldenen Hirschen, richtig lecker. Aber sowas muss man auch essen, wenn das Restaurant schon goldener Hirsch heißt, muss man drin auch Hirsch essen. Mhm. Halt einfach. So. Ja, ich mag generell auch wild. Ja, du bist ja auch. Ich hab's lieber ruhig und gemütlich. Du bist ja auch ein kleiner Wilder. So. Dann wünsche ich euch was. Achso, nee, was, wen? Achso, ja, Folge beenden. Also bei uns von Thompson und Chaos. Tschüss. Tschüss. Servus. Ja,